Graue Holzgerippe, riesige Löcher in der Landschaft, wo einst Fichten standen, aber auch viel grüne Natur und die rauschenden Ilsefälle lagen auf unserer 16 Kilometer langen Wanderung durch den Harz. Mein Name ist Nils, herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Aber fangen wir mal vorne an. Gestartet sind wir in Ilsenburg, einer Kleinstadt im Nordharz, nicht weit entfernt vom Brocken, dem mit 1141 Metern Höhe höchsten Berg des Harzes. Aber so hoch hinaus soll es für uns drei norddeutschen Flachländer bei dieser Wanderung heute nicht gehen. Also haben wir, mein Bruder Jansi, Kollege Lennart und ich, uns auf eine kleine Rundtour begeben. Zunächst ging es dabei auf dem Heinrich-Heine-Weg entlang der Ilse durch grünes Waldgebiet. Was ist in dieser Wildwurst drin? Also wir haben da einen Anteil von Rehwild und Wildschwein und dann haben wir noch einen Teil Hausschwein, die Saft empfehlen. Aber ja, es wird sich und schmeckt. Nach einer ersten kurzen Pause mit Brötchen und Wildwurst aus regionaler Produktion ging es dann auch schon weiter. Bei bestem Wetter und entlang an den Ilsefällen, wo das Wasser rauschend hinabfließt und so ein paar Höhenmeter überwindet. Aber wir sollten uns vom guten Wetter nicht täuschen lassen, denn schon wurden wir überrascht von einem Wolkenbruch, der sich gewaschen hat. Oder besser gesagt, uns gewaschen hat. Wo kommst du denn her? Und du? Da kannst du ja weitergehen. Kurze Pause. Ja, wir sind jetzt auf dem letzten Abschnitt unserer Wanderung, hat super angefangen, sehr viel Natur, am Fluss entlang gegangen und so weiter. Sind jetzt hier gerade am Waldgasthaus gewesen, haben Cappuccino getrunken und immer wieder, gerade auf den letzten Kilometern hat sich gezeigt, hier abgestorbene Bäume im Harz. Und jetzt auch hier ein riesiges Areal, komplett weggefegt vom Borkenkäfer, sage ich jetzt einfach mal, oder sehr wahrscheinlich vom Borkenkäfer, weil natürlich hier drei Dürrejahre auch im Harz waren und die Bäume es eher schlecht hatten, vertrocknet sind und der Borkenkäfer natürlich auch leichtes Spiel hatte und viele oder große Bereiche des Harzes eben stark beschädigt. Da hinten haben wir auch schon einen Traktor oder einen Harvester gesehen, der vermutlich da Bäume wegräumt. Ein Trauerspiel, wie es hier aussieht, aber bis jetzt hat die Wanderung trotzdem gelohnt und jetzt machen wir uns auf die nächsten Kilometer bis zum Auto und zum Parkplatz. Weiter ging es für uns entlang an stapelweise Baumstämmen. Übrigens nicht nur auf dem Heinrich-Heine-Weg, denn der führt direkt zum Brocken.
Unser nächster Stopp sollte der Ilsenstein sein. Ein Granitfelsen, 474 Meter über normal Null. Ilsenberg oder wie heißt der Berg? Ilsenstein. Ilsenstein. Haben wir noch ein kurzes Foto gemacht. Und Lennart, nehmen jetzt mal die GoPro und geh nochmal drauf auf den Ilsenstein. Drauf auf den Brocken. So, nach dem Ilsenstein sollte es nicht mehr weit sein. Gut 3 Kilometer noch bis zum Ausgangspunkt unserer Wanderung. Und wieder entlang an massenweise Baumleichen. Doch auch die toten Bäume sind Lebensräume und der Nationalpark Harz, der gut 10% des gesamten Harzes umfasst, will einen großen Teil der vom Borkenkäfer geschaffenen neuen Waldbilder sich selbst überlassen, damit wieder junge Bäume wachsen und eine neue Wildnis entstehen kann. Je nach Höhenlage könnten sich so Buchen oder wieder neue Fichten durchsetzen, heißt es vom Nationalpark. Eine Weile wird es wohl dauern. So, jetzt sind wir hier unten angekommen. Ich schaue mal kurz auf die Uhr, was sie uns für Daten gibt. 16 Kilometer und 5 Stunden 20 Minuten. Reine Gehzeit ist natürlich ein bisschen weniger. Wir haben uns ja auch gut Zeit gelassen, haben ein bisschen gefilmt, haben Cappuccino noch getrunken. Ja, und jetzt einmal vielleicht zu den Routenkriterien. Was haben wir? Wie abwechslungsreich war die Route? Da würden wir so sagen, 6 von 10 Punkten. Am Anfang ein bisschen Wald entlang am Fluss, was ganz cool war. Und später dann, haben wir schon vorhin beschrieben, mit vielen abgestorbenen Bäumen, dann viel freier Fläche. Und dann ging es jetzt hier am Ende wieder ein bisschen den Hang runter und wieder in die Stadt hinein. Parkplatzsituation. Wie haben wir hier einen Parkplatz gefunden? Das hat sich ein bisschen schwieriger gestaltet am Anfang. Viel los gewesen, weil viele Leute jetzt wahrscheinlich einen Ausflug hierhin machen wollen. Wir waren so um, wann waren wir denn hier? Wie viel Uhr? Eins. Um circa 1 Uhr. Also wenn man Parkplatz gut finden will, sollte man vielleicht ein bisschen früher kommen. In puncto Ausdauer muss man sagen, es ist für jedermann machbar. Ist nicht außerordentlich steil. Eine gewisse Grundausdauer sollte man haben, aber dann läuft das auch schon. Also in diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, kommentiert irgendwas und wenn es richtig dicke kommt, dann abonniert gerne den Kanal. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.